Komm, tu es. I'm sorry. Tja. We should bury him. I'll take care of it. Also ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber irgendwas... Ich bin gerade allein und irgendwas in der Küche ist unten runtergefallen. Super. Ich bin jetzt mal ruhig. Ist alles in Ordnung. War nichts. Glaube ich. Ja. Wir haben auch nur mitten in der Nacht. Es ist nachts 1 Uhr. Ja. Ist es fies, wenn ich sage, ich hoffe, dass er wirklich tot ist, nicht, dass der nochmal Haps macht? Ja, genau, leg ihn. Das war der Grund wahrscheinlich, weswegen wir das Grab nicht geschlossen haben. Damit wir den Jungen daneben legen können, zu seinem Hund. Zu Walter. Mich würde interessieren, was das gerade in der Küche war, aber nein, ich stehe jetzt nicht auf. Wobei tote, nackte Hunde eigentlich wirklich interessant aussehen. Also jetzt nicht interessant, von wegen, dass ich die wirklich toll finde. Nein, beim besten Willen nicht. Eigentlich eher, wie die aussehen. So. Dann fangen wir mal an zu schaufeln. Aber hey, sie liegen wenigstens zusammen. Und ich glaube, so etwas kann man sich für ein Kind schon wünschen. Hm. Zu diesen Verhältnissen. Also man muss sich jetzt hier jeden Handgriff einzeln machen? Ich wollte gerade sagen, irgendwie habe ich das Gefühl, dass da noch was passiert. Sag mal, ist doch nicht dein Ernst. Wir können mal gucken. Der zuckt bestimmt gleich nochmal. Ich weiß nicht, irgendwas muss doch damit auf sich haben. Vor allem mit so ein bisschen Erde, dass dann so viel ist. Gut, ich bin... Ah! Oh Gott! Danke! Es war doch klar, dass uns etwas passiert. Hey! Hey! Who are you? What the hell do you want from us? Lee, what's going on? Nichts, ich hab mich nur erschreckt. I saw someone standing there by the fence, watching us. A walker? No, too fast. Took off like a bat out of hell when I spotted him. Was it a man or a woman? Didn't get a good enough look. What does it matter? I'm wondering if it's the same guy who's been following us. The guy on the radio. Kenny? I'm fine. I'm fine. What's all the ruckus? I'm a schwaches Herz. Lee saw someone watching us from outside the gate. What? Who? I can't be sure. They ran off before I could get a good look. I don't like this one bit. Not one bit. Me either. Walkers are one thing, but the thought of someone out there actually stalking us. Alright, that's it! We've stuck around here long enough. It's time to get back on track. Time to get down to the river and find ourselves a boat. I don't know if Omid's well enough to move yet. Well, he better get ready, because I'm going down to River Street right now to find a boat. And as soon as she's ready to go, we're moving out. I'm with Kenny. The sooner we get the hell out of here, the better. Well then hell, what are we waiting for? I'll go get my stuff. No, Ben, you'll only slow us down. Lee and I can go scout the river while the rest of you get ready to move out. You stay behind with Krista and Omid. Wait, can't I come? My mom and dad can't be far now. Maybe we can look for them on the way to the river. We need to focus on finding a boat right now, Claire. Like we talked about on the train, remember? Okay. Daylight's burning. Gonna go grab my gear, then we'll head out. Come on, Clem. Let's go see if Omid needs anything. So, you're just gonna leave me on the bench here? Ja. Irgendwann. No offense, Ben, but I'd feel safer if you stayed here. How am I supposed to not take offense to that? What am I, a liability? An arschloch. Great. Just great. Thanks a lot for the vote of confidence. Confidence is earned, Ben. Du hast damit angefangen. You've got a long way to go to earn yours back after some of the stuff you pulled. You feel me? Yeah. Yeah, I feel you. Boah, ich hätte den Typen eigentlich damals von Zug schmeißen müssen. Ups, ein Versehen, es tut mir leid, Ben ist so einfach ausgerutscht. Wäre doch niemandem aufgefallen, oder? Hm. Infected. Ich glaube, da hat einer Reifen mitgenommen. Warum auch immer, keine Ahnung. Was guckt Kenny eigentlich so komisch? Der könnte gerade in jeden Horrorfilm auftreten. Okay, dieses Spiel ist, glaube ich, so darauf ausgelegt, aber trotzdem. Hey, so you want to talk about it? About what? About what happened back there, in the attic. No. You sure, man? I mean... River's right up ahead. Och, nicht schon wieder. Son of a bitch. That bastard's fucking with us again. It's another trap. No, listen. That's not the same bell as before. This one's further off. Whatever it is, it's gonna get the dead moving over there. Aber nur Frauen. What in the hell is going on? Das können auch... Muss ich irgendwas tun? Maybe whoever's ringing that is just trying to distract us, create a diversion. Whatever, man. I find whoever's doing that, I'll ring their motherfucking bell for them. Good one. Also wie gesagt, ich bin der Meinung, es gibt auch Glocken oder beziehungsweise Kirchtürme, die automatisch gehen. Also sprich, da steht keiner da und klingelt das Ding, sondern die sind irgendwie per Zeitschaltuhr klingeln die Dinger und damit ist gut. Kann ja hier genauso sein. Muss nicht, aber kann. Still nothing moving behind us. I think we're... Dafür bewegt sich vor uns was? Oh my God. Mm-mm. Okay. There's gotta be a boat. There's gotta be. Kenny, man, let's just go back to the house and tell the others. Come up with a new plan. This is the plan, Lee. This is our best and only shot. Liza. You said so yourself back at the house. You agreed with me. Yeah, but that was before we... Man könnte meinen, da hat irgendeiner mutwillig die Boote zerstört, oder? Also würde ich jetzt fast so sehen. This one might still be salvageable. Seriously? You got a better fucking idea? I'll check it out. You look further along the waterfront. Maybe there's something at the other end. I don't think we should split up too far. We don't have to. See that telescope? You can see all the way along the waterfront from right here. See what you can find. Okay. Das war nur gerade mein Handy, das blub gemacht hatte. Das ignorieren wir jetzt einfach mal und gucken uns ein wenig um. Genau, man kann hier auch die Fenster angucken. An abandoned newsstand. Ja, lass uns die Kasse plündern. Super Idee. It's an old cash register. Not much use these days. Hatte ich auch nicht wirklich vor. Drüben ist auch ein Fenster. An abandoned newsstand. Must have taken weeks to board up all these windows. Vor allem, warum nageln die auch oben alle Fenster zu? What the hell are these markings? They're all over the place. Das habe ich mich auch schon von Anfang an gefragt. Kann man da irgendwie? Nee, da nicht. Could be military tags, but what do they mean? Ich höre da was. Was ist das? Okay. What is this meant to be? Some kind of warning? We'll do something like this. Das sieht ein bisschen eklig aus. Nein, ich will die jetzt nicht erschießen. Using walkers like scarecrows. What sick bastard did this? Keine Ahnung, ob das auch abschreckend wirkt. Ich will die jetzt auch nicht erschießen. Hallo, ich will Munition sparen. Aber die Barrikade können wir uns mal angucken. Vor allem, das sind ja hier wirklich alles Mast... Boah, das muss stinken. Also das hätte ihm ja vorher schon auffallen müssen. Weil das ist ein Geruch, den erträgt man wahrscheinlich nicht so schnell. Boy. So, laufe ich jetzt auch in die richtige Richtung? Ja, da ist es. Great. Needs a quarter to work. Hallo, warum haben wir nicht hinter uns eine Kasse? Welch Zufall aber auch. Wie? Und da komme ich jetzt auf einmal nicht mehr dran? Doch, jetzt. Hello, beautiful. Empty. Yeah, that would have been too easy. Das stimmt. Wir könnten Kenny eigentlich mal fragen, ob der Kohle hat. Hier ist wahrscheinlich dasselbe, von wegen, dass es wahrscheinlich Wochen gedauert hat, bis es zugenagelt wurde. Also ich finde diese Stadt irgendwie suspekt, allein schon wegen diesen ganzen Aufklebern oder beziehungsweise diesen Dingern hier. Ah, warte mal, hier ist noch was. Da könnten wir vielleicht auch Geld rausbekommen. Looks like it's still intact. Ja, gleich nicht mehr. Locked. Wir haben da etwas. Mach doch Krach! Oh, guck mal, wir haben Geld gefunden. Ja, sehr schön. Gut, aber wenn wir schon hier sind, können wir auch die Autos untersuchen. Gas siphoned, tires removed, engine parts missing. Looks like this thing has been stripped clean. Naja, warum auch nicht? Wer weiß, wofür man es noch braucht. Ach so. Hm. Ist jetzt also nicht mutwillig zerstört worden, würde ich jetzt mal fast behaupten. Hey, Kenny. The hell you waiting for? We need to look through that telescope to see if there are any other boats out there. Ja, doch, ich gehe doch schon. Aber jetzt gucke ich mir das Boot an. Jesus. Jesus und die deutsche Übersetzung ist ein Himmel. So. Guck mal, wir hätten auch hier, aber ich will sie jetzt nicht auseinandernehmen. Fuck! What's up with the boat? It ain't gonna work. Hull's cracked beneath the waterline, plus someone stripped out the battery. You can't fix it?